Arena TV. Schön, dass ihr heute wieder zuschaut und wir euch informieren dürfen über unsere aktuellen Projekte, über die Neuigkeiten, was in Nepal passiert und euch auch neue Aktionen vorstellen dürfen, die in Aalen dieses Mal gelaufen sind. Namaste, liebe Freunde. Leider sind wir gestern wieder durch einige Nachbeben aufgerüttelt worden. Direkt in der Nähe des Waisenhauses in der Schule, mitten in Schulfunktionen und Projektarbeiten, kam ein Nachbeben mit dem Epizentrum in der Nähe unserer eigenen Projekte. Die Geberländer haben 4,4 von 6,7 Milliarden benötigten Geldern für Nepal in dieser Woche gesprochen. Dieses Geld reicht noch nicht aus, genauso wie das Geld, das bezüglich des UN Flash Appeals bislang eingetroffen ist. Wir haben seit den ersten Tagen umfangreiche Erhebungen durchgeführt, zum einen in den Projektregionen, wo das Wiederaufbauprojekt ist, zum anderen bei unseren eigenen Angestellten und Jugendlichen. 11 von ihnen haben kein eigenes Dach mehr über dem Kopf und ihre Häuser komplett verloren. Wir unterstützen diese Menschen seit den ersten Tagen mit Nothilfeprogrammen, erweitern dies in der Monsunzeit und werden ihnen ebenfalls die Häuser komplett wieder aufbauen. Wir sind froh, dass es unseren Kindern gut geht, dass unsere Kinder so toll von unserem Team unterstützt werden, dass Psychologen eingeladen werden, mit unserem Team zusammenarbeiten. Heute waren sie gemeinsam einkaufen. Wir haben viele neue Dinge eingekauft, die durch die Monsunzeit und das Leben in dem Zelt in Mitleidenschaft geraten sind, aber auch Spielsachen für die Kinder, um das neue Fertighaus einzurichten. Wir sind stolz, dass die Kinder gesund sind. In der SAS gab es gestern eine große Verabschiedung der 50 Schulabgänger, von denen 17 mit Auszeichnung abgeschlossen haben. Leider störte das Nachbeben mit dem Epizentrum in der Nähe unserer Projekte dieses Programm, sodass die Menschen wieder einmal voller Angst aus den Häusern rennen mussten. Unsere Jugendorganisation SDA, Shangri-La Development Association, in der die Waisenkinder unserer ersten Generation zusammenarbeiten, leistet hervorragende Arbeit. Bereits in der Soforthilfe sind sie über sich hinausgewachsen. Gestern kam Moish, der Projektmanager, nach 7 harten Tagen aus Makwanpur zurück und berichtete darüber, dass sie 4 temporäre Lernsysteme für zerstörte Schulen aufgebaut haben, dass mehr als 434 Kinder in 4 Schulen Mittagessen erhalten und die Einschulungsrate bereits jetzt nach einer Woche um 20,5% gestiegen ist. Auf die Frage hin, was in den harten Tagen für ihn der emotionalste Moment war, sagte er, dass er, nachdem die Mittagessen für die Kinder verteilt waren und er inmitten der Kinder saß, gespürt hat, dass er diesen Job noch monatelang machen könnte und dass es ihm eine riesen Befriedigung gegeben hat. Wir möchten euch ganz herzlich danken, liebe Unterstützer, liebe Fachbereiche, liebe Aktionskreise, liebe Mitglieder. Mehr als 4.500 Menschen macht Govinda derzeit aus. 200 Aktionen wurden von euch gemacht, in Deutschland und der Schweiz. Mehr als 40 Presseartikel sind über uns erschienen. Das gibt uns Mut, das gibt uns Kraft in einer schweren Zeit, in der wir stetig Entscheide fällen, um die Menschen in Nepal in einer immer wieder wandelnden Situation maximal zu unterstützen. Das gibt uns Kraft in Bezug auf den langwierigen, schwierigen, aber differenziert und klug geplanten Wiederaufbau, den wir anstreben. Wir benötigen weiterhin eure Unterstützung. Der Weg ist noch lang und wir möchten euch maximal danken dafür, dass wir immer wieder merken, dass reflektiertes Handeln zugunsten anderer Menschen Sinn macht. Dafür, dass wir über 18 Jahre hinweg viele Kreisläufe schließen konnten. Und dafür, dass wir auch schöne Momente inmitten dieser dramatischen Zeit erleben, zum Beispiel, wenn wir sehen, welche Menschen in unseren Projekten arbeiten, welche Menschen in den Aktionskreisen mit uns zusammenarbeiten. Danke dafür. When she sees the morning light, she only wants to love someone, and her sense along her way is a chance to live.
Eine großartige Idee hatte die Technische Schule in Aalen, nämlich die Friseursklasse bot allen Mitschülern und auch dem Lehrerkollegium einen Haarschnitt an einem Tag für 2 Euro an. Dieser wurde rege wahrgenommen. Es kamen viele Schüler, viele Lehrer und es wurde geschnitten, massiert und frisiert. So konnte eine schöne Summe zusammenkommen, die die Friseursklasse in Aalen Govinda Entwicklungshilfe übergeben konnte. Natürlich funktioniert so eine großartige Aktion nur dann, wenn man Unterstützung von den Lehrern bzw. der Schulleitung hat. Hiermit nochmal einen herzlichen Dank.